Genau. Also die Fragen, die, wenn man sich mit künstlerischer Forschung noch nicht wirklich auseinandersetzen konnte vorher, im Raum stehen, sind natürlich all diese Bereiche zur Verbindung von Kunst und Forschung. Also kann Kunst Forschung sein? Und wenn ja, wann? Und wann ist Forschung künstlerische Praxis? Und wie verbinde ich Theorie und Praxis? Was ist dann das Spezifikum, was künstlerische Forschung leisten kann, was Wissenschaften eben nicht können? Also wozu braucht man dann irgendwie künstlerische Forschung überhaupt? Und wie sehen die Ergebnisse aus und für wen macht man das? Dann konkreter, wie kann ein künstlerisches Forschungsprojekt aussehen und was brauche ich dafür als Grundlagen, als Wissensvoraussetzungen und als Fähigkeiten? Wie kann man im künstlerischen Kontext überhaupt den Begriff von Wissen situieren und in welchen künstlerischen Medien kann ich künstlerisch forschen? Das ließe sich jetzt beliebig erweitern eigentlich noch, oder vielleicht nicht ganz beliebig, aber es gäbe viele, viele Aspekte, die da noch sich daraus extrapolieren lassen. Aber ja, es sind anfangs schon viele Fragen und es werden immer größere und immer wichtigere und immer mehr, die sich dann aber eben auch im Laufe der künstlerischen Forschung klären und neuen Fragen Platz machen. Und deswegen beginnen wir erstmal mit dem Begriff als solchem. Ich habe mir es da relativ einfach gemacht, indem ich einfach mal die verschiedenen Begriffsbestandteile in englisch- und deutschsprachigen Nachschlagewerken gegoogelt habe. Also erstmal Research als detailed study of a subject, especially in order to discover new information or reach a new understanding. Und Forschung, also es geht um die Produktion von neuem Outcome, sei es Information oder sei es Verstehensprozesse. Und bei Wikipedia wird Forschung definiert als im Gegensatz zum zufälligen Entdecken, das wäre für dich vielleicht dann spannend, Nele, die systematische Suche nach neuen Erkenntnissen sowie deren Dokumentation und Veröffentlichung. Die Publikation erfolgt überwiegend als wissenschaftliche Arbeit in relevanten Fachzeitschriften und/oder über die Präsentation bei Fachtagungen. Forschung und Forschungsprojekte werden sowohl im wissenschaftlichen als auch im industriellen, aber auch im künstlerischen Rahmen betrieben. Was da jetzt schon mal fehlt, sind Publikationsformate, die für uns relevanter sind, wie zum Beispiel Ausstellungen, wie zum Beispiel Research Catalog, wie Diskussionsrunden. Also das ist geschrieben mit Blick auf Wissenschaft, auf klassischen Wissenschaftsbetrieb. Aber macht nichts. Die Hauptsache ist, wir finden da unseren Bereich drin. Knowledge, understanding of or information about a subject that you get by experience or study, either known by one person or by people generally. Also Wissen muss nicht automatisch geteilt werden, aber interessant wird es dann natürlich, wenn man es teilt. Und auf Deutsch, als Wissen wird üblicherweise ein für Personen oder Gruppen verfügbarer Bestand von Fakten, Theorien und Regeln verstanden, die sich durch den höchstmöglichen Grad an Gewissheit auszeichnen, sodass von ihrer Gültigkeit bzw. Wahrheit ausgegangen wird. Wissen bzw. dessen Speicherung gilt als Kulturgut. Da geht es dann schon nicht mehr darum, dass das Wissen auch bei einer Person sein kann und ausreicht als Wissen, sondern da geht es dann schon um Wissensteilen. Und ja, also dieser höchstmögliche Grad an Gewissheit ist in Bezug auf künstlerisches Wissen, ja, stellt sich dann wahrscheinlich die Frage, wie teilt man diese Gewissheit mit, ne? Also, wo findet sie, wie generiert sie sich und wie teilt man sie? Dann gibt es noch was, Insight oder
The ability to have a clear, deep and sometimes sudden understanding of a complicated problem or situation. Also sozusagen der Geistesblitz. Einsicht bedeutet in der Alltagssprache, dass Eigenschaften, Zusammenhänge und Beziehungen eines Objektbereichs subjektiv hinreichend genau erkannt, geistig erfasst und sachlich richtig begriffen werden. Als bewusstes Resultat ist Einsicht dabei das Ergebnis eines analytisch-synthetischen Erkenntnisprozesses. Auf anderem Wege zustande kommende, dann oft blitzartig erlebte Einsichten werden in der Alltagspsychologie einem besonderen geistigen Vermögen, nämlich der Intuition, zugeschrieben. Also da werden jetzt schon ganz viele Bereiche getriggert, die später eine Rolle spielen. Also dieser Intuitionsbegriff in der Kunst, also dieses aus dem Gespür heraus aktiv werden, wird hier nochmal anders geframed. Und ja, und es geht tatsächlich darum, die Sachen auch im korrekten oder im richtigen Kontext zu begreifen. Das bildet quasi die Basis dann natürlich auch dafür, dass Einsichten geteilt und diskutiert werden können. Ganz generell sagt Henk Borgdorf, der einer der sozusagen Gralshüter der künstlerischen Forschung ist, Artistic Research is a form of knowledge production in and through art practice. Das heißt also, sowohl im Bereich als auch mit dem Medium der Kunst wird Wissen produziert. Ganz offene Definition, die für alles Platz lässt und deswegen ja auch für uns gut funktioniert, weil wir dann nämlich mit den vielen verschiedenen Herangehensweisen, die wir haben, da einfach reingehen können. Dann gibt es einen schönen Begriff, der heißt praxisbasierte Forschung oder Practice-Based Research. Da geht es darum, dass die kreative Handlung, also das Kunstschaffen, integraler Bestandteil des Forschungsprozesses selber ist. Das heißt also tatsächlich, die Forschung findet durch die Kunstpraxis statt. Sie zielt auf die Produktion von neuem Wissen oder neuer Erkenntnis oder neuen Ergebnissen. Und dieses neue Material kann in Form praktischer Ergebnisse vorgelegt werden bei ihr. Das heißt also, man muss nicht unbedingt einen Text schreiben, sondern man kann das Ganze auch in Form von Objekten, Artefakten, wie auch immer vermitteln. Ich würde jetzt mal in Klammern sagen, vorausgesetzt, diese Objekte erklären sich dann selber. In der Designforschung zum Beispiel, wenn es darum geht, irgendwie ein energiesparendes Beleuchtungssystem oder einen ergonomisch bequemen Stuhl zu entwickeln, da ist es tatsächlich so, dass das Produkt dann eigentlich selbsterklärend ausreicht, ne? Das ist in der bildenden Kunst oder auch in der Musik und im Tanz wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. Die Reflexion, ja doch, da die Reflexion der Ergebnisse erfolgt in schriftlicher Form, in der diese Ergebnisse kontextualisiert und anschlussfähig gemacht werden. Das heißt also doch, sie sagt, wenn man darüber reden will, wenn man es einspeisen will in einen Diskurs, dann passiert es üblicherweise im Text. Und wenn man versucht, diesen Forschungsprozess vollwertig zu rezipieren und zu vermitteln, dann braucht es immer beides. Also die künstlerische Praxis, den Prozess und aber auch das textuelle Element. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich da ständig was überspringe. Oder? Nee, alles gut. Stimmt, es zählt ja auch die Seiten durch. Ja, dann jetzt einfach nochmal Zitate dazu, wie unterschiedliche Akteure in der künstlerischen Forschung das umreißen. We believe that artistic research should not be seen as a discipline or a topic, nor it is really a method. For us, it is an attitude, a perspective, a manner. In short, to us, artistic research is independent of discipline and might occur in all contexts once epistemic expectations have been shifted. Und das ist natürlich der Hauptgewinn für jeden Künstler, der Erkenntnis
fokussiert seine Arbeit vorantreiben will, weil es einfach alle Freiheit lässt, weil künstlerisch, also ich meine, man kann künstlerische Forschung als Thema natürlich auch zum Thema machen, aber sie ist nicht Selbstzweck sozusagen, sondern sie ist immer auf anderes orientiert. Sie lässt die Methodenwahl komplett offen. Da kommt es dann darauf an, wo man so ein Projekt macht, ob man das im akademischen Kontext macht, ob man es außerhalb macht, ob man es an einer Hochschule macht, die super strikt sagt, wir wollen soziologische Methoden da drin finden, oder ob es wirklich, ob einem die Freiheit gelassen wird, es selber zu entwickeln. Aber es geht eben darum, die Grundeinstellung dazu mitzubringen, dass man erkenntnisorientiert arbeitet und dass man seine Wahrnehmungserwartungen sozusagen auf neue Parameter einstellt, die nichts damit zu tun haben, irgendwie jetzt tolle Objekte für einen Kunstmarkt zu produzieren, sondern eben Erkenntnis zu produzieren. Genau, und dann, also es ist jetzt alles so ein bisschen Definitionskram am Anfang. Wieder hängt Borgdorf 2011, macht in einem Text einen Unterschied zwischen verschiedenen Arten der Forschung mit oder zu Kunst. Das eine ist dieses Research on Art und Design, wie er sagt. Da geht es schwerpunktmäßig um eine theoretische Reflexion, die Kunst zum Thema hat. Das wäre dann Kunstgeschichte, Visual Cultures, Ästhetik, Kognitionswissenschaften mit N natürlich, Soziologie, Designwissenschaften und so weiter. Das heißt also auch das, was dabei rauskommt, ist dann kein Objekt oder kein Prozess, sondern es ist irgendwie 200 Seiten Theorie zum Thema, weiß nicht, ergonomische Formung von Stühlen oder wie auch immer, bei mir war es die Visualisierung von Gewalterfahrungen in Langzeitkriegen. Auf jeden Fall, nee, ich hatte dann ja noch Praxis dazu, aber letzten Endes ist dieses Research on Art eben ein Metadiskurs, wo über Kunst geredet wird und nicht Kunst gemacht wird. Dann gibt es Research for Art and Design oder Through the Arts. Mit einer instrumentellen Perspektive. Das heißt also, man forscht, um die Kunstpraxis voranzubringen. Also, ich meine, gerade sind diese ganzen Fragen nach Nachhaltigkeit von künstlerischen Arbeitsmaterialien zum Beispiel ganz groß. Das wäre was, was da eine große Rolle spielen kann. Kunsttechnologie, Restaurierung, wie auch immer. Also alles anwendungsorientierte. Mit Hilfe zum Beispiel auch von experimentell gestützten Verfahren, das heißt also empirisch ausprobieren und dann die Ergebnisse auswerten, passt auch wieder sehr gut in den Designbereich. Und da wird tatsächlich dann ein anderes Format von Text erwartet. Das ist ein Forschungstagebuch, wo du einfach quasi beschreibst den Forschungsprozess, niederlegst und die Ergebnisse verschriftlichst und das theoretisch und praktisch im Forschungsfeld in den Kontext anderer Forschungen stellst, und es dient der Weiterentwicklung schwerpunktmäßig von technischen Potenzialen. Dann gibt es noch das dritte, das kann man jetzt besonders gut lesen, Research in Art und Design. Das heißt, da findet die Forschung tatsächlich in der Kunst statt. Also die Kunst ist das Feld und der Ort, an dem die Fragen gestellt werden. Das heißt, experimentelles Setting kann es sein mit unklarem Output. Es geht aus von den Erfahrungen aus der künstlerischen Praxis. Und es sind total individuelle Ansätze. Ich meine, das haben wir bei euch jetzt auch schon gemerkt bei den Projekten, die ihr eingereicht habt, ne? Also es gab eben aus allen Richtungen Angebote, was es auch so spannend für alle macht, weil wenn ihr jetzt alle
anfangen würdet, am gleichen Themenfeld zu ackern, dann kämen da zwar punktuell super spannende Sachen raus, aber es wäre nichts, was den Diskurs dann irgendwie auch öffnet und die Potenziale von künstlerischer Forschung als solcher dann beleuchtet. Ja, die Methoden sind immer so ein Spezialthema, vor allem für die wissenschaftliche oder für die textuelle Reflexion. Ich bin in Weimar oder in Weimar haben wir uns alle grässlich damit gequält, rauszukriegen, was unsere Methoden sind oder was so die Methodologie, also die Kombination verschiedener Methoden sein kann, weil wenn du aus der Kunst kommst, du normalerweise so ein strukturelles Denken nicht ohne weiteres hast. Und wenn du dann versuchen musst, dich da irgendwie an qualitative Sozialwissenschaften oder quantitative Sozialwissenschaften oder Grounded Theory oder was weiß ich anzudocken, von dem du zum ersten Mal hörst, wenn du in so einem Kurs drin sitzt, dann ist es einfach schwierig. Also jeder setzt sich damit dann irgendwann auseinander, weil es eben auch eine Schnittstelle in die Wissenschaftsdiskurse sein kann. Aber letzten Endes sagt Borgdorf da auch wieder, je nach künstlerischem Forschungsprojekt kann man sich die Methoden aussuchen, die man für angemessen erachtet. Und man muss da dann nicht irgendwie sich einer kunstwissenschaftlichen Schule verschreiben, der man dann sklavisch folgt, sondern man kann wirklich sein eigenes individuelles Herangehen definieren. Dazu kommt, dass eben auch Fragen und Probleme, die innerhalb des künstlerischen Prozesses eine Rolle spielen, Einfluss auch aufs Ergebnis und auch auf die Entwicklung der Fragestellung im Forschungsprozess haben. Und dass, ja, das hatte ich jetzt gerade schon gesagt, dass also wie man sich positioniert zu irgendwelchen Bezugswissenschaften ringsrum, dass man das wirklich von Fall zu Fall anhand der Thematik entscheidet und nicht im Vorfeld. Was so ein Dauerbrenner ist, über den sich viele streiten, ist tatsächlich, wie kommuniziert man die Ergebnisse, damit das Ganze irgendwie nicht bei einem selber bleibt. Also muss man eine Textebene haben? Muss die wissenschaftlich sein? Kann das ein Video-Essay sein? Kann das ein Gedicht sein? Kann das ein Song sein? Wie auch immer, reicht es unter Umständen, eine künstlerische Arbeit zu schaffen, die so explizit ist, dass sie die Sachen transportiert, die aber deswegen dann trotzdem nicht langweilig wird, weil irgendwie nichts ist langweiliger als Kunst, die keinen Deutungsspielraum mehr hat, finde ich zumindest oft. Also wie geht man mit der Versprachlichung um? Und bedeutet Versprachlichung sofort, dass man sich sozusagen als Künstler dann doch den Wissenschaften unterwirft, weil die sind ja immer besser in Sprache als die Künstler und deswegen macht man sich automatisch klein. Also da laufen dann sofort irgendwelche Selbstläufer ab, die man natürlich auch wunderbar ausboten kann, wenn man sich damit auseinandersetzt. Dann gibt es noch diese beiden Punkte, verkörpertes Wissen und Passive Knowledge. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Also das heißt, dass das Wissen, das man nicht sprachlich artikuliert, sondern das einem selber inhärent ist, über Körpererfahrung oder über jahrelange Praxis oder Geschicklichkeit, wie auch immer. Ja, und was dabei rauskommt, sind total individuelle, zum Teil unheimlich schwer nachvollziehbare und extrem schwer zu bewertende Ergebnisse. Da kotzen dann nämlich irgendwelche Promotionskommissionen total ab, wenn sie plötzlich anfangen müssen, Zensuren zu vergeben für was im Thema, in der Methode und in der Ausführung individuell ist und wo du eigentlich einen komplett neuen, jedes Mal aufs Neue ein anderes Bewertungsschema entwickeln musst, um dem überhaupt gerecht zu werden.
Und was natürlich schön ist bei so einem Projekt, bei so einem künstlerischen Prozess, ist, wenn man es schafft, dadurch, dass man interdisziplinär unterwegs ist, und die meisten dieser künstlerischen Forschungsprojekte sind interdisziplinär unterwegs, dass man eben auch unterschiedliche Gesprächspartner kriegt durch die Recherche, aber dann eben auch durch das Ergebnis. Das heißt also, dass man es in der Kunst präsentiert, dass man aber, wenn man sich mit Ethnologie auseinandergesetzt hat, dass man mit den Ethnologen dann ins Gespräch kommt, dass man in gesellschaftsrelevanten Themen das dann noch auf eine andere Ebene in die Gesellschaft, in die Kulturpolitik, wie auch immer, einspeist. Denn dadurch ändert sich dann ja auch plötzlich die Position des Künstlers im gesamten Feld. Und ja, letzten Endes ist künstlerische Forschung als gesamtes Feld sicherlich das dritte schwerpunktmäßig. Ne? Also, und das Problem oder die Möglichkeiten dafür bestehen auch natürlich nicht nur in der bildenden Kunst, sondern in den ganzen anderen kreativen und künstlerischen Feldern, die allerdings zum Teil auch wieder ganz andere Kriterien anlegen, als es die bildende Kunst tut. Was manchmal ein bisschen schwierig ist, weil man dann einfach nicht so ohne weiteres ein künstlerisches Forschungsprojekt machen kann, wo Kunst und Musik und Tanz mit den gleichen Fragestellungen reingehen, die gleichen Methoden sozusagen anwenden. Aber generell ist es super spannend, da auch über den Tellerrand zu gucken. Und dann kommen mal so ein paar ganz kurze Framings dafür, wie verschiedene Künste rangehen. Also zum Beispiel im Theater ist es so ein Sharing of Expertise. Das heißt also, dass man im Team voneinander lernt und dass die Erfahreneren das dann in die Gruppe rein vermitteln, dass es kollaborativ läuft. Und dass es ein offener Entwicklungsprozess ist, das sind so drei Hauptschlagworte in den darstellenden Künsten. In der Musik stellen sich ganz an, oder naja, zur darstellenden Kunst gibt es Schnittstellen, weil beide diesen Zeitbezug haben. Aber in der Musik ist es im Verhältnis zur bildenden Kunst das Problem: Wie geht man mit Flüchtigem um, mit Dingen, die im Nachgang nicht mehr repräsentiert werden können, zumindest nicht als Gesamterlebnis, außer auf Video vielleicht. In der Musik ist dieser Klassiker von wegen irgendwie, du studierst Geige, übst 10 Stunden am Tag und bist dann irgendwann mal handwerklich, technisch so gut, dass du da eine gewisse Meisterschaft hast. Das ist ja ganz klar definiert. Also musikalisch gut sein oder schlecht sein folgt relativ simplen Parametern, und es wird üblicherweise auch nicht, also zumindest in der klassischen Musik wird es üblicherweise auch nicht großartig hinterfragt, ist in der bildenden Kunst anders, weil da zumindest inzwischen nicht mehr so standardisierte Ideen von Basisfähigkeiten da sind wie noch vor 20 Jahren. Also ich meine, als ich hier angefangen habe mit dem Studium, hatten wir noch richtig akademisiertes Grundstudium und haben da gutes Zeug gelernt, aber es war eben auch sehr orientiert an klassischen Parametern. Und bei der Musik ist es dann eben noch wichtiger, darüber zu reden, wie man das Ganze diskursiv auslotet, weil wenn du eine zeitgenössische Komposition einmal durchhörst im Konzert, so wenig am analytischen Verstehen stattfinden kann, nur durchs Erleben, dass diese Diskurs- und Rezeptionsebene und die Vermittlungsebene eine ganz große Rolle spielt. Ah, tut mir leid, wenn ich euch hier nur zuknalle, aber ja, jetzt eine neue Unterscheidung zwischen Practice-Based und Practice-Led Research. Das ist jetzt also wirklich, das sind so die ersten 20 Jahre Diskurs zu künstlerischer Forschung.
die wir hier im Schweinsgalopp machen. Also Practice-Based Research, praxisbasierte Forschung, versteht den künstlerischen Akt als integralen Bestandteil. Ja, genau, das hatten wir vorhin ja schon alles. Genau, das hatten wir vorhin schon alles bei Linda Candy. Und praxisgeleitete Forschung im Gegenzug hat die künstlerische Praxis als Ausgangspunkt, bezieht die aber nicht in den Forschungsprozess mit ein. Das heißt also, es wäre beispielsweise bei 10 Malern die Kamera draufhalten, während die ein Bild malen und dann nachher nur mit den Videos arbeiten und nicht das Erlebnis des Arbeitens als aktiver Part mit drin zu haben. Und da geht es dann, ja. Können wir vielleicht als Beispiel haben, weil ich merke, dass mir das voll hilft, Ja, das zu verstehen. okay. Also, Klar, ja. dann bring ich da gerne noch mehr an Beispielen. Ja, Kein dann Problem. hilft mir, weil Ja. ich auch nicht so schnell mit Ach Lieblingssachen. Keine so, Ahnung, weil ich ja. merke, dass mir Projekt einer draufschaue oder so. Was wir machen können, weiß ich nicht, ob wir das diese Woche noch hinkriegen. Ich weiß vor allem auch nicht, ob ich die Zeit habe, da Beispiele jetzt zusammenzusuchen bis morgen. Aber ich könnte versuchen, da tatsächlich exemplarisch Sachen euch noch zukommen zu lassen, wenn ihr wollt. Klar. Ja, oder vielleicht haben wir gleich noch Zeit, über irgendwie eine Zeit zu sprechen. Ja, klar. Also ich meine, ein Beispiel für künstlerische Forschung, das total aus der Kunst selber kommt, ist das Buch, das hier schon liegt, dieser David Hockney-Band, der das wirklich aus der Praxis für die Theorie macht. Aber da können wir nachher wirklich gerne noch drauf kommen. Genau, und solche praxisgeleitete Forschung hat dann das Ziel eben, sei es neue Erkenntnisse oder neue Artefakte für die Ausübung der Praxis zu generieren. Also es ist dann auch wieder, es könnte wieder Design Research sein zum Beispiel. Das kann man als reine Theoriearbeit abwerfen an der Uni zum Beispiel. Und die künstlerische Praxis, wie gesagt, ist Material der Untersuchung und damit Teil der Methode auch. So. Ein langer Text, weil immer wieder gesagt wird, Kunst ist immer Forschung und wenn Kunst Forschung wird, dann demoliert sie sozusagen die Wissenschaftlichkeit. Dazu sagt Anke Hamann, dieses Analysefeld offenbart drei Achsen, entlang derer das Phänomen des ästhetischen Forschens im Detail untersucht werden kann. Da ist zunächst der Begriff der Forschung selber, der von der Tätigkeit des Forschens her verstanden werden muss und anhand dessen eine Praxeologie der Erkenntnis herauszuarbeiten ist. Mithilfe dieser Praxeologie der Erkenntnis lässt sich künstlerisches Forschen als spezifische Tätigkeit praxisästhetisch begreifen. Dann sind da die aktuellen Beispiele von künstlerischer Forschung, ihre Methoden und Formen, die einer Detailanalyse unterzogen werden müssen, um die Methodologie der forschenden Kunst deskriptiv, kasuistisch und immanent bestimmen zu können. Also von den konkreten künstlerischen Verfahren her und innerhalb der inhärenten Schlüssigkeit des jeweiligen Forschungsfalls würde ich mit euch gerne im nächsten Blog-Seminar mal machen. Also ein paar künstlerische Forschungsprojekte also durchaus auch mit Textbezug auf Herz und Nieren durchzuchecken und dann zur Diskussion zu stellen. Das ist kasuistisch. Kasuistisch ist fallbezogen und grundbezogen, also auf die Gründe Also zurückführen. wie kann sagen, Ja. wie kommt es da? Also es kommt in erster Linie von Kasus, das ist der Fall, das Beispiel, aber hat mit dem Kausalen meines Erachtens auch zu tun. Schließlich wird der Blick in die Genealogie der Kunst als Praxis des Forschens
erforderlich, mit dessen Hilfe die Ausdrucksformen künstlerischen Deutens und Zeigens als Symptome kultureller Selbstverständnisse und kunstgeschichtlicher Entwicklungen historisch hergeleitet und kontextualisiert werden können. Das ist einfach dann wichtig, wenn man wenn man zum Beispiel auch transkulturell arbeitet, ne? Also entweder über Zeitebenen hinweg reflektiert, sich auf historische Vorbilder bezieht, wie das zum Beispiel Hockney da macht, oder wenn man tatsächlich in andere Bedeutungskontexte reingeht, in denen erstmal die Bedeutung dessen entschlüsselt werden muss, womit man dann weiterarbeitet. Noch mehr Theorie. Ich sag euch, es sind noch 20 Seiten oder sowas. Ihr könnt 23. Ihr könnt auch, wenn es euch zu viel wird, kurz mal Stopp sagen, aber sonst würde ich jetzt einfach noch mal eine Weile weitermachen. Letzten Endes, wie gesagt, ihr kriegt es dann ja auch alles noch. Also daraus folgt tatsächlich, dass wenn man künstlerisch forscht, es immer Spannungsfelder gibt, in denen man sich sozusagen automatisch wiederfindet, dadurch, dass man diese beiden Dinge parallel macht. Das eine ist das mit der Theorie und der Praxis. Zum Beispiel mit der Frage, was für eine Forschungsfrage formuliere ich und wo ist mein Interesse künstlerisch und wissenschaftlich und wo komme ich her, wo stehe ich, was ist mein Ausgangspunkt und wie bin ich sozusagen schon angebunden an dieses Thema durch praktische Erfahrungen oder inhaltliche Reflexionen, die ich schon drauf habe. Und dazu klärt man am Anfang dann auch relativ zeitig, also das ist jetzt zum Beispiel was sehr auf die Theoriearbeit hinbezogen ist. Ne? Wenn man irgendwie klärt, sehr zeitig, wer hat sich dazu schon geäußert, in was für einem Kontext, dann ist es für einen als Künstler natürlich auch wichtig, weil, ja, wir hatten das Thema heute ja schon, manchmal kann man gar nicht wissen, dass am anderen Ende der Welt jemand zur gleichen Zeit das Gleiche macht oder auch 5 Jahre früher. Aber man sollte versuchen, so viel wie möglich darüber rauszukriegen, was es da schon gibt, damit man nicht das Rad erneut erfindet oder im Fall von einer Doktorarbeit passiert es gelegentlich mal, dass man dann irgendwie eine Doktorarbeit schreibt und abgibt und die wird dann abgelehnt, weil in Finnland 3 Jahre vorher jemand dummerweise genau das gleiche Thema schon in der Doktorarbeit hatte und es deswegen sozusagen verbrannt ist. Passiert einfach auf dem Kunstmarkt im Ernstfall auch, wenn einem gesagt wird, aber das hat doch der und der vor 5 Jahren gemacht. Und zack, ist es irgendwie in den Augen von vielen zumindest dann nicht mehr so relevant, was man selber gemacht hat. Aber dazu, wie gesagt, also macht Sinn, genau zu gucken, was gibt es und wie, ja, in was für auch kulturellen Kontexten steht es, denn rein übers Visuelle zu gehen und zu sagen, auch kenne ich auch schon, kann eine Sackgasse sein, wenn jemand aus Pakistan was macht, was irgendwie so aussieht wie was aus Frankreich vor 30 Jahren, dann ist es eben trotzdem eine völlig andere Nummer. Ne? Ja, welche wissenschaftlichen, kulturellen Bezugssysteme muss ich berücksichtigen, wenn ich will, dass das irgendwo rezipiert wird, was ich mache? Was kann ich mir durch Recherche erarbeiten und was erfahre ich erst, während ich im Projekt bin? Und tatsächlich, wie finde ich die Verknüpfung zwischen der gestalterischen Praxis und dem Wissenserwerb dadurch, dass ich lese oder dass ich diskutiere oder wie auch immer? Das, ich meine, keiner macht Kunst ohne sich Gedanken zu machen. Insofern ist diese konzeptuelle Frage immer Teil auch des gestalterischen Prozesses. Aber wenn man dann irgendwann mal so ein Berg Bücher gelesen hat und das Gefühl hat, man weiß irgendwie ganz viel drüber, hat man unter Umständen auch wieder das Problem, dass man eigentlich nicht mehr weiß, wie man künstlerisch aktiv werden kann, ohne ständig irgendwas nicht mit drin zu haben oder wenn man versucht, alles reinzustopfen, was man glaubt, begriffen zu haben, dann ist
dann ist man eigentlich künstlerisch nicht mehr handlungsfähig. Dann ist eine Chance, die ich ganz wichtig finde, dass man, selbst wenn man eine Idee hat, wie das Projekt laufen soll und wie der Prozess laufen soll, man ist nicht gezwungen zu beweisen, oder man ist nicht gezwungen, den Ablauf genauso zu haben, wie man sich das am Anfang gedacht hat. Weil die Möglichkeit, dass sich immer innerhalb des Forschungsprozesses und innerhalb des künstlerischen Prozesses Parameter verschieben, völlig legitim sind in der künstlerischen Forschung. In der Wissenschaft kannst du es nicht machen, dass du dann irgendwie sagst, na ja, so nach einem halben Projekt über irgendwie die Materialität von neu entwickelten Zahnplomben habe ich mir dann doch Gedanken darüber gemacht, dass diese Kunststoffgeschichte, die ich da entwickelt habe, besser sich für künstliche Sehnerven eignet. Also damit kommst du dann eben nicht an den Punkt, wo es als konsistentes wissenschaftliches Projekt akzeptiert wird. Aber in der künstlerischen Forschung kannst du mit dieser Veränderung innerhalb des Prozesses arbeiten und kannst es mit reflektieren. Und es ist einfach eine gute Möglichkeit, genauso wie in einen Prozess reinzugehen und irgendwie gar keine Vorstellung davon zu haben, was da zum Schluss dabei rauskommt. Also vorausgesetzt, man hat eine Fragestellung. Das sind legitime Möglichkeiten. Genau, das mit der Methodologie, was ich vorhin schon gesagt hatte. Was für Methoden nehme ich in der Kunst und in der Forschung und wie setze ich die zueinander in Bezug? Das sind Dinge, die kommen im Laufe der Zeit und also nur, um euch so ein bisschen die Sorge zu nehmen, dass euch das total überrollt, dieser ganze Kontext. Ihr habt ein Jahr, in dem ihr euch einfach ausprobieren könnt in diesem Zusammenhang. Und keiner erwartet oder keiner wird nach einem Jahr diese Präsentation wieder rausziehen und eure Resultate irgendwie daraufhin abchecken, ob ihr da irgendwelchen Erwartungshorizonten gerecht geworden seid. Das sind wirklich Kontexte, die kommen dann zum Tragen, wenn man das entweder in einem Studium macht oder wenn man in eine Promotion reingeht und weiß, innerhalb von 3 Jahren muss ich mit einem bestimmten Vorwissen dahin kommen, dass ich mir über diese Sachen Gedanken gemacht habe. Aber euch soll das jetzt, um Gottes Willen, nicht irgendwie platt hauen, bloß weil es irgendwie plötzlich so viel ist, worüber man nachdenken kann. Und was auch ganz wichtig ist, ist, man selber ist kein, als Künstler und als Akteur ist man nie neutral, sondern man ist sogar als Individuum mit der individuellen Annäherung zentraler Bestandteil dieses ganzen Prozesses. Das muss man einfach reflektieren, da muss man auch irgendwie ganz, ganz klar kommunizieren, dass die Ergebnisse, die dabei rauskommen, die Ergebnisse von Lotte oder Till oder Nele sind und nicht irgendwie die Ergebnisse einer porentief reinen klinischen Experimentalkonstellation. Und dann wird es dadurch auch, finde ich, noch spannender. Und zweiter Punkt, ja, wie verhält sich mein Forschungsinteresse zu meinen persönlichen Überzeugungen? Na, da waren wir ja vorhin schon dran. Es ist völlig logisch, dass es zusammengehört und zusammenkommt, aber dass es eben trotzdem zwei verschiedene ja, Blickrichtungen oder Facetten sind auf jeden Fall, die innerhalb des Projektes dann stattfinden. Ja. Wenn wir zum Beispiel neulich ein Exposé eingereicht haben für die künstlerischen Funktionen, dann ist ja auch, und das ist ja zum Beispiel explizit so, dass man ja eben nicht, also dass man ja nicht über die eigene Kunst schreibt. So, also es ist eine künstlerisch-wissenschaftliche Promotion, aber es wurde das als missverständlich gesagt, dass man dann über die eigene Kunst schreibt, sondern dort ist dann so gedacht, dass man dann Kunst macht, wissenschaftlich arbeitet und dann irgendwie das am Ende quasi in Form einer Ausstellung mit künstlerische dann präsentiert, aber dass es eben nicht gewünscht ist, dass ich nur meine eigene künstlerische Arbeit schreibe. Als Kind ist mir eher so, als wäre das irgendwie gerne alles so Gedanken, wo man dann über die eigene künstlerische Arbeit und schreibt.
Richtig. Also diese Gedanken, die Gedanken über die eigene Praxis, die finden natürlich ständig statt. Und wenn man das Ganze verschriftlicht, also wenn man dann irgendwann mal den Prozess verschriftlicht und sich selber sozusagen als Beispiel für den Erkenntnisprozess hat, dann muss man natürlich über das schreiben, was man da gemacht hat. Aber was sie in Hamburg nicht wollen, das ist, dass du als Maler dich da bewirbst und sagst, ich promoviere jetzt theoretisch über meine Malerei. Also ich habe da irgendwie 50 Bilder und die werden dann analytisch aufgedröselt und ich bin mein bester eigener Interpret und arbeite das dann sozusagen ab, sondern in der künstlerischen Forschung gehen diese beiden Ebenen mit Theoriereflexion und Praxis, Forschung laufen quasi parallel oder abwechselnd und gehen zusammen. Bei mir war es damals so tatsächlich, dass uns gesagt wurde, oder ich habe es zumindest so begriffen damals, dass so, jetzt das Musik abspielen, dass uns gesagt wurde, versucht so zu arbeiten, dass die Kunst nicht die Illustration der Theorie ist und dass die Theorie nicht die Beschreibung dessen ist, was ihr künstlerisch gemacht habt, sondern dass ihr quasi parallel auf verschiedenen Ebenen versucht, sich einem Thema zu nähern und es dann zusammenzuführen. Ja, und also in Hamburg ist es ja auch so, da reicht es. Was heißt, da reicht es? Da kannst du theoretisch auch eine reine Textarbeit abgeben. Ne? Also es. Ja. Okay, ja. Also jemand, der, wann hat der den Diplom gemacht? 2003 oder 2004. Benno Hinkes hat in Hamburg dann promoviert mit einer 400-seitigen Textarbeit zu Raumerfahrung, glaube ich, und Architektur dazu. Und hat eben überhaupt keine künstlerische Arbeit dazu gemacht. Und ich glaube auch, dass in den meisten deutschen Hochschulen es relativ klare Prozentzahlen sogar gibt davon, wie viel maximal die Praxis sein darf und wie viel es mindestens sein muss. Ich meine, dass in Hamburg, boah, wie war das denn? In Hamburg, glaube ich, maximal 40% in künstlerische Praxis. In Weimar heißt es gleichwertig künstlerische und theoretische Arbeit. In Offenbach gibt es noch so einen Studiengang, da ist es, glaube ich, 20% Praxis zu 80% Theorie. Es ist so ein bisschen absurd, weil wie willst du zwei große Installationen prozentual bewerten zu 165 Seiten Text? Keine Ahnung, aber das sagt was darüber aus, wie die Hochschule den Schwerpunkt setzt, letzten Endes, und was sie dann auch erwartet. Ja, also dann das zweite Spannungsfeld, genau, das ist so dieses. Sorry. Ja. Was ist eigentlich mit den anderen Schulen? Das sind jetzt zwar keine Produktionsstudiengänge, aber so Gießen, Hildesheim, die machen ja auch so angewandte Wissenschaften eigentlich. Also angewandte Philosophie, angewandte Theaterwissenschaften. Das ist ja eigentlich auch künstlerische Forschung als Bachelor-Master-System, oder? Die Frage, ja, die Frage ist, ob du mit angewandten Wissenschaften, ich stecke da nicht genügend drin. Ich habe in Hildesheim tatsächlich auch mal ein Blog-Seminar über künstlerische Forschung gemacht und hatte da dann Kunstpädagogen und freie Künstler aus dem Master und aus dem Diplom drin noch. Wenn du diesen Anwendungsbezug hast, dann ist der Fokus stärker tatsächlich auf der Umsetzung als auf der Entwicklung von neuen Wissenskonzepten oder Erkenntnisprozessen. Und andererseits ist es aber auch so, dass diese ganzen angewandten Künste schon viel stärker im Promotionsbereich unterwegs sind als die freien, witzigerweise. Ne? Die haben jetzt so Sonderformate, wo du dann irgendwie
promovieren kannst im Designbereich zum Beispiel verstärkt. Und da müsste ich mich auch nochmal schlau machen. Also ich kenne eben bei den Unis schwerpunktmäßig die Ausdifferenzierung. Jetzt vielleicht ein bisschen in die andere Richtung gedacht, also nicht von der Kunst in so Ja. wissenschaftlich-technische Richtung, sondern aus der Wissenschaft. Ja. Ja, ist eine gute Frage, wie gesagt. Muss ich selber auch nochmal abklopfen, tatsächlich. Genau, also die Frage, das zweite Spannungsfeld ist was, wie reflektiere ich, wie agiere ich und wie kommuniziere ich das Ganze, ne? Also wie sind die Verläufe? Also ich beobachte mich selber dabei, wie ich aktiv bin auf unterschiedlichen Ebenen und versuche, meine eigenen Prozesse zu begreifen. Ich versuche zu begreifen, wie sich die Kunstpraxis und die Theoriebildung zueinander verhalten und ob sie zum Beispiel gleichzeitig stattfinden oder zeitversetzt. Bei mir war es immer so, dass ich entweder das eine oder das andere gemacht habe, weil ich überhaupt nicht die Energie gehabt hätte, 6 Stunden Kunst zu machen und mich danach nochmal irgendwie 4 Stunden an den Text zu setzen oder so. Und weil mir auch der zeitliche Abstand wichtig war, um mir klarer zu werden. Dann ist es die Frage, wie verstehst du dein Forschungsprojekt? Ist es eine Geschichte, die eine Fragestellung, die du in 3 Jahren abarbeitest und dann hat sich's, dann ist es irgendwie so eine monolithische Geschichte, zu der es keine offenen Fragen mehr gibt und an der du auch nicht mehr weiterarbeiten willst? Oder kannst du das sozusagen exemplarisch dafür nehmen, dass du später dann aus diesem Wissen, das du dir erarbeitet hast und das du reflektiert hast, dass du das auch auf weitere Projekte anwenden kannst? Also wird es dann sozusagen Werkzeugkasten für deine eigene perspektivische zukünftige Arbeit? Und wie positioniert man sich dazu, dass in der klassischen Wissenschaft immer gesagt wird, das Experiment muss man wieder machen können, unter den gleichen Bedingungen müssen die gleichen Ergebnisse rauskommen. Das muss alles irgendwie klar erklärt und nachvollziehbar sein. Wie geht das zusammen mit dem künstlerischen Prozess? Also wie viel kann man erklären, wie viel muss man erklären, wie viel kann man auch vielleicht nicht erklären? Und wie macht man das zum Thema innerhalb des Projekts? Also wenn man schon weiß, da gibt es irgendwie eine Lücke, dann sollte man, oder macht man keinen Fehler, wenn man das kommuniziert, weil wenn man versucht, das irgendwie so zu verbrämen, dann geht es. Kann sowas ziemlich nach hinten losgehen. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Frage, mache ich das alles allein oder mache ich es in einer Gruppe, entweder mit Leuten, die mit mir gemeinsam an dem Thema arbeiten oder mit Leuten, die mir Feedback geben, die von außen regelmäßig dazukommen und mich dabei unterstützen, sozusagen am Ball zu bleiben und meine eigene Perspektive zu schärfen. By the way, wir wollen in den nächsten Blog-Seminar-Wochen immer mal wieder Studierende aus den Partnerhochschulen einladen. Und das, was wir jetzt als Kolloquium intern gemacht haben, dann zumindest partiell ins Englische, Internationale öffnen, weil wir denken, dass da nochmal anderes Feedback für euch auch zurückkommt, als jetzt nur hier in der Gruppe. Genau, was für kommunikative Ebenen brauche ich. Also wie vermittle ich das, was ich rausgekriegt habe, in was für einem Format, an wen will ich ran? Und ja, Subjekt, Objekt, Subjektivität, Objektivität, also was für eine Rolle spiele ich und bin in diesem Projekt. Ich kann da auch mehrere Rollen spielen. Und bin ich objektiv? Sicherlich nicht. Wo bin ich subjektiv? Was hat es mit meinem eigenen Background zu tun und mit den Themenfeldern, die mich
beeinflussen, kultureller Hintergrund, Gender. Was habe ich als praktisches Wissen im Hintergrund, mit dem ich arbeiten kann? Was kann ich nicht? Wozu brauche ich andere zum Beispiel auch, ne? Also gerade in stark technikbezogenen oder handwerklichen Fällen ist es so, da kann, also was ich nicht kann, das habe ich halt nicht drauf. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich jemand einbinde, der es für mich macht, aber so, dass ich damit umgehen kann. Und ja, wie kann ich über mein, oder kann ich überhaupt meine Erkenntnisse sozusagen in einen allgemeineren Kontext setzen, oder ist meine Studie über die zeichnerische Darstellung von spätgotischen Schüsselfalten bei böhmischen Madonnen dann irgendwie eben auch nur was das ist und sonst nichts. Also das ist dann ja auch in Ordnung, aber daraus kann man dann eben nichts über zeichnerische Kompetenz in Bezug auf historisches Erbe oder sowas machen. Ne? Dann geht's, genau, da kommt nochmal die Nachvollziehbarkeit rein, die Verallgemeinerbarkeit, kann ich meine Ergebnisse kommunizieren in die Kontexte, die dafür wichtig sind, und was für ein Umfeld brauche ich? Brauche ich eine wissenschaftliche Zeitschrift, brauche ich eine Ausstellung, brauche ich eine Konferenz, brauche ich ein Plattenbauviertel, wo ich mich auf den Spielplatz stelle und eine Aktion mache als Setting, um Verständnis zu produzieren oder die Leute zu erreichen, um die es mir geht. Das ist von Fall zu Fall verschieden. Und damit steht auch im Zusammenhang, wenn ich ein Projekt mache, eine Performance mache, so einen Erkenntnisprozess anschiebe, kann ich den wiederholen oder nicht? Also ich würde sagen, eher schwierig, eins zu eins. Also man kann die Konstellation natürlich nochmal wiederholen, aber es passiert auch auf dem Spielplatz in Gorbitz wahrscheinlich an 3 Tagen hintereinander nicht dasselbe in der Reaktion auf dich und auch nicht mit dir selber, auch wenn du die gleichen Voraussetzungen hast. Ja, und dann, das hatten wir auch schon mal angerissen zumindest, so dieses Ding mit der Akademisierung, wenn man dann tatsächlich mal einen akademischen Doktorgrad erreichen will oder plötzlich im Feld der Ethnologie als vollwertiger Gesprächspartner gesehen werden will, wie auch immer. Also was für Notwendigkeiten muss ich damit aus der Sicht der anderen erfüllen? Und welche Spielräume habe ich aber auch, dem eben nicht gerecht zu werden und trotzdem was zu sagen zu haben? Und wie kann ich die ganzen Diskussionen, die ich im Vorfeld mit meinen Kollegen hatte, in sowas noch mit einbinden. So, das war jetzt erstmal ganz viel Theoriediskurs, und jetzt gibt es mal einen kurzen Rückblick dazu, wo das Ganze überhaupt herkommt. Also Denn, kurz ja, gerne, klar. eine gute Stunde. So. Na klar, also Dann lässt man so bitte die Aufmerksamkeitsspanne nach. grätscht jederzeit rein, wenn es euch zu heftig wird. Ich bin dann im Autopilotenmodus und hacke eine Seite nach der anderen durch. Ja, Ja, tut mir leid. ja klar. Ich werde nicht zuhören. Nee, gerne. Also du bist genau richtig für die Pause. Du kommst rum. 5 Minuten, ne? Also eine Stunde hast du jetzt. Ja, für eine Stunde was machen. Und die PDF Die hier. kriegst du. Das kriegen wir alle. Also du bist das Thema reden. PhD ist ein Doktorgrad eigentlich. Also Philosophos Degree ist der internationale Doktortitel letzten Endes. Und in Deutschland gibt es verschiedene Promotionsgrade für künstlerische Forschung.
Der PhD ist halt so der Bologna-Doktor. Also du machst irgendwie einen Bachelor, dann machst du einen Das Master hat und. gestern der Stefan Römer erzählt, dass die ganzen minimalistischen, Die die hatten hatten alle so ein PhD. einen PhD allerdings, also in Vereinigten Staaten Ja. ist ein PhD irgendwie alles. Da machst du einen PhD in Zahnmedizin oder in Kunstgeschichte oder in Kunst. Und die hatten damals in den 60ern einen Doktor in Kunstgeschichte. Ah, okay. Tatsächlich. Also diese Also, klassische. genau. Also, die hatten halt den Theorie-Background dann irgendwie total internalisiert. Und wie gesagt, in Deutschland gibt es eben klassischerweise den Doktor med. phil. in. irgendwas. Ja. Aber wie war das denn in Hamburg? Der Grad ist Doktor Artium, glaube ich. Ja, den gibt es tatsächlich auch. Doktor Art. Doktor. Ich glaube, den gibt es in seltenen Fällen. Bei mir ist es, wie gesagt, dieser PhD, den man dann, wenn man. Wenn man den in seinen Personalausweis eintragen lassen möchte, zum Beispiel, ne? Oder beim Einwohnermeldeamt seine Daten aktualisieren, dann gucken die dich an und sagen, naja, wir müssen das quasi umschreiben in den deutschen analogen Doktorgrad dazu. Das ist aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Weil wir in einem Nein. föderalen kulturellen System leben, genau. Das heißt also, ich muss mich dann irgendwann entscheiden, ob ich den Grad PhD behalte, der mir international was nützt, weil mit Doktor keiner was anfangen kann im englischsprachigen Raum, oder ob ich den deutschen Doktortitel will, der dann allerdings nur ein. Das ist dann nur Dr. Baumhauer, ohne Med oder Phil oder irgendwas, weil es in Deutschland für diesen künstlichen Doktor noch irgendwie keinen richtigen Begriff gibt. Und wenn ich mich dann mal entschieden habe, dann darf ich das aber auch nicht mehr rückgängig machen, weil ich ansonsten nämlich die Titelanmaßung begehe und Okay. Stress kriegen kann. Also es ist völlig gaga manchmal. Wo In Weimar. hast du in Achtung, das ist ja Genau. erzählt. Da kann man das. Da kann man das machen. Genau. Das ist auch Da. die einzige Hochschule hier in Deutschland, wo Ich habe gesehen, Köln gibt es auch. Okay. In der Kunsthochschule für Medien, Medien, ne, okay. genau. Da Krass. es gibt inzwischen mehrere Hochschulen, wo du Doktor machen kannst. In Hamburg kannst du den machen. In Stuttgart planen sie es wohl gerade. In Offenbach an der Hochschule für Gestaltung gibt es meines Erachtens auch, Klammer auf noch, Klammer zu. Weiß nicht, also ich habe von denen schon länger nichts mehr gehört. Die hatten auch nur so ein ganz kleines Programm Ja. mit 4 Leuten pro Jahr, die sie zugelassen haben oder so. Und ansonsten müsste ich mich nochmal schlau machen. Also Sachsen ist relativ spät dran, da überhaupt drüber nachzudenken. Und witzigerweise ist das dann auch wieder unser sächsisches Bildungs- und Hochschulausbildungssystem. In Sachsen dürfen Hochschulen bisher noch gar keine Doktorgrade anbieten. Weil in Sachsen gibt es den Meisterschüler und der Meisterschüler ist Hat so sozusagen einen gleichen Stellenwert, ne? Oder? angeblich ja, ich meine, Ist ja ein graduiertes. es ist ein graduiertes Stipendium, genau, und die sagen dann, wir haben bisher zumindest immer gesagt, ein System reicht uns, Meisterstudie ist okay, dann wollen wir nicht auch noch einen Doktortitel für Künstler. Auch wenn es was anderes wäre von der Ausrichtung her. Aber ein paar, die ich kenne, die auch Kunst studiert haben, probieren auch, aber dann sind die an der TU wahrscheinlich dran, Die ne? sind dann an der TU und die promovieren dann nicht als Künstler, Sondern als sondern im Historiker. kunstwissenschaftlichen Text, Kontext. Ne? Ja. Der, wie heißt er denn? Michael Kittler zum Kittler. Beispiel. Aber ist das auch gleiche Meisterschüler als wie Doktor? Also kann Angeblich. weil ich Also. meine, wenn ich in Korea zurückgehe, dann auch
Kann ich sagen, mein Meisterstudium als Doktor sagen oder nicht, oder? Ich glaube nicht. Also, weil ich glaube, international ist ja immer noch mal so eine Sache, dass du erklärt hast. Also, ja. Und dann hier in Sachsen, also zählt dieses Meisterschülerstudium als Graduiertenstudium, ja, was gleichzusetzen ist vom Ablauf her die Promotion. Aber du lieferst ja nicht mal einen Ansatz so viel ab wie eine Promotion. Wobei mir kürzlich jemand erzählt hat, es gibt ja relativ viele koreanische Studenten auch in Dresden. Dass es wohl so ist, dass wenn du in Korea an einer Kunsthochschule in die Lehre gehen willst, also wenn du Professor werden möchtest, dass Korea eines der wenigen Länder ist, das den Meisterschüler genauso anerkennt wie einen Doktorgrad. Das heißt, also mit deinem Meisterschüler hast du in Korea deutlich bessere Karten, in die Hochschullehre reinzukommen, als zum Beispiel in Vietnam oder in, weiß ich nicht, Thailand, irgendwas. In Vietnam musst du, um Professor zu werden, PhD haben, tatsächlich. Und Deutschland ist die Ausnahme tatsächlich mehr oder weniger international, dass du einfach nur aufgrund deiner hochwertigen künstlerischen Produktion eine Professur kriegst, auch ohne dass du irgendwie theoretisch ein bisschen was hast. Ja, wohl, nee. Ja. Also, ich meine, in der Professorenschaft gibt es immer noch ganz viele, die sagen, es geht um gute Kunst zu machen und nicht darum, irgendwie ein gutes Buch zu schreiben. Und deswegen wollen wir, dass man nach wie vor Leute beruft, weil sie auf dem Kunstmarkt erfolgreich und damit irgendwie nachgewiesenermaßen gut sind. Ja, stimmt. Das ist echt recht, wenn man sich jetzt die neuen Kommissionen anguckt. Also man kann sich natürlich fragen, ob diese Argumentation funktioniert, weil du gewahrt Hafekost heißt und irrsinnig viel Schotter für deine Arbeiten verdient hast oder hießest, ob du deswegen automatisch schon ein guter Lehrer warst, ne? Ja. Das würde ich bezweifeln, aber es gibt sicherlich auch Leute, die super Künstler und super Lehrer sind, ohne dass sie da irgendwie ja. Das gelernt hätten. Monat war zum Beispiel, glaube ich, als Pädagoge ziemlich gut, aber der hat eben auch Kunsterziehung studiert. Ne? Ja, und ich glaube, der hat sich ja auch ein bisschen von dem Geschehen distanziert. Klar, der hat seine Ausstellung in New York und so, aber der ist ja dann nicht mal hingefahren oder geflogen, weil er nicht fliegen wollte. Ja. Ja. Ja, das ist interessant. Auf jeden Fall wusste ich gar nicht, dass man jetzt in Kunst promovieren kann. Ja, wie gesagt, in Sachsen noch nicht. Und das, was wir hier jetzt machen in diesem Projekt, da klebt eben auch so das Fragezeichen an, wie macht man es denn dann in Zukunft fruchtbar? Also ziehen wir da zum Schluss über eine Auswertung die Information raus, was war für euch wirklich wichtig? Und das wird dann ins Meisterschülerstudium mit rein implementiert, sodass es dann halt irgendwie auch Workshops zu Recherche und Schreiben und künstlerischer Forschung gibt, wo man dann halt teilnehmen muss im Laufe des Meisterschülers. Oder baggern wir an den Abgeordneten und bildungspolitischen Sprechern um zu sagen, hey Leute, denkt doch mal drüber nach, ob man vielleicht nicht beides in der Kunst haben kann in Sachsen, eine Promotion und die Meisterschüler, ohne dass es sich Konkurrenz macht. Also da sind wir, Claudia und ich selber, tatsächlich auch dabei, uns zu orientieren und einfach zu versuchen, dass wir so alle Fenster der Möglichkeiten aufmachen, die wir aufmachen können. So, soll ich weitermachen? Okay, ja. Gut. Also, künstlerisches Doktorat, beziehungsweise, ja, in dem Fall geht es dann wirklich um künstlerische Promotionen im Feld der künstlerischen Forschung. Das ist insgesamt eine relativ junge Geschichte. Und zwar
ist die erste künstlerische Promotion, von der ich was weiß, aus der Literatur von 1974 oder 76 aus England. Und da wurde die, war die auch noch gar nicht so benannt, sondern es war ein Geograf, der seine Forschung dann zum Teil zeichnerisch ausgearbeitet hat. Und der dann in so ein Doppelformat mit irgendwie Theoriearbeit und Ausstellungen machen reingerutscht ist, wo man dann erst im Nachgang gesagt hat, das war das, die erste künstlerische Forschung überhaupt irgendwo in Großbritannien. In den USA und in Skandinavien gibt es das seit den 90ern. In Mitteleuropa seit Mitte 2000er. Also ich habe in Weimar 2009 angefangen, da gab es das Programm gerade mal ein Jahr. Und in Australien haben sie es auch schon relativ früh gemacht. Und in Japan auch, aber Japan hat, glaube ich, keinen Mensch auf dem Schirm gehabt, weil das tatsächlich was war, was auch nicht international wirklich eine Relevanz hatte oder nicht anschlussfähig war. Tatsächlich, das Gleiche gilt für China. Und zwar, da kommen wir zu den Modellen, nach denen du gefragt hast, das hat es Monate, also so verschiedene Herangehensweisen. Es gibt so dieses sogenannte kontinentale Modell, wo es ganz stark darum geht, kritisch zu befragen, wie Kunst und künstlerische Forschung an Institutionen angebunden sein muss oder wo es Freiräume gibt, die man verteidigen kann und wie man Kunst neu positioniert im Wissenschaftskontext, wie man auch irgendwie Erkenntnis neu definiert. Das heißt also, es ist eine quasi ziemlich kritische Fragestellung in Bezug auf die Systeme, die existieren und von denen man sich abgrenzt oder die man dann versucht, irgendwie in Austausch zu kriegen. In Skandinavien haben sie einen ganz starken Fokus auf Erkenntnisprozessen, die nicht, also entweder nicht verstärkt verschriftlicht werden müssen oder auch Sachen, die tatsächlich dann individuell bleiben und als ja, verkörpertes Wissen oder tacit knowledge oder irgendwie dann ein Kunstwerk tatsächlich so stehen bleiben. Also da ist dieser Fokus nicht so stark darauf, dass man Kunst als Schnittstelle dann begreift und plötzlich alle möglichen Leute ins Gespräch bringt, sondern da ist es dann wirklich so ein Prozess des Erkennens und Umsetzens und dabei sich selber total im Zentrum zu erleben. Also ich erinnere mich dran, ich habe kürzlich mal eine finnische Pianistin hat irgendwie erzählt über ihre Doktorarbeit und die schrieb tatsächlich eine riesen Theoriearbeit über irgendeinen Komponisten aus dem frühen 20. Jahrhundert, irgendwie die hat diese 8 Sonaten, die der geschrieben hat, hat sie eingespielt auf CD. Das war ihre pianistische Praxispromotion. Dann erwartete jeder, dass sie über den dann auch noch ihre Theorie schreibt. Und das hat sie dann nicht gemacht, sondern sie hat dann ein Projekt gemacht mit 3 anderen Leuten. Wie war das denn? 2 MusikerInnen und eine Tänzerin. 4 Leute im Raum, die eine Viertelstunde nicht kommunizieren und dann anfangen, irgendwie aktiv zu werden und dann nach einer weiteren halben Stunde anfangen, sich aufeinander zu beziehen. Und die dann davon erzählte, wie sie da am Anfang irgendwie ihre Sonaten gespielt hat, um aktiv zu werden und dann irgendwann zum Schluss dabei rausgekommen ist, nach 10 Sitzungen, dass sie Notenpapier zerknüllt hat, gemeinsam mit den anderen, und da eine Installation draus gelegt hat. Das war dann die Theoriearbeit tatsächlich, die sie darüber geschrieben hat. Und das ist natürlich was nicht wirklich einen Riesendiskurs aufmacht, sondern was so eine Erlebnisebene dann einfach formuliert. Aber das passt sehr gut in diesen skandinavischen Kontext rein.
In England ist es ziemlich wichtig, also auch Australien, Südafrika, die anderen englischsprachigen ehemaligen Commonwealth-Staaten, da ist es weniger kritisch in Bezug auf das akademische System drumherum, sondern es versucht sich da irgendwie anzupassen und in den Austausch mit reinzugehen. Und in Japan ist es super wissenschaftlich und theoriegebunden und da benutzen deine künstlerische Praxis dann tatsächlich sozusagen, um bestimmte Sachen zu beweisen oder zu illustrieren, die du in der Theoriearbeit gemacht hast. Und es ist sehr lokal. Genauso wie China, da ist es auch super wissenschaftlich. Da geht es fast nur um chinesisches Kulturerbe. Da findet der Blick über den Tellerrand, oder zumindest war es vor ein paar Jahren noch so, findet der Blick über den Tellerrand nicht besonders stark statt. Und künstlerische Forschung als so ein freies Modell findet eigentlich auch nicht statt, sondern du bist halt eben der Künstler und schreibst dann in erster Linie eine Arbeit über chinesische Lattenmalerei im 18. Jahrhundert oder sowas. Und für die Vereinigten Staaten gibt's keine verallgemeinerbare, kein verallgemeinerbares Modell, sondern da gibt es unterschiedliche Strukturen, je nach Hochschule, wo du hingehst. Das heißt also, je nachdem, wie du promovieren willst, versuchst du dann auch, dich für eine bestimmte Hochschule zu bewerben. So, nochmal ein neues Subthema, Tacit Knowledge, implizites Wissen. We can know more than we can tell. Das ist das Grundstatement von Michael Polanyi, der da das zentrale Buch dazu eigentlich geschrieben hat, schon in den 60er Jahren. Also, dass Expertenwissen sozusagen viel mehr ist als das, was man mitteilen kann. Da gibt es da so ein schönes Schaubild, das den Unterschied macht zwischen explizitem Wissen, implizitem Wissen und kognitivem Wissen. Und ja, das Explizite, das, was verfügbar ist und sozusagen an der Oberfläche wahrgenommen werden kann, sind Daten, Reporte, Informationen, Dokumentation, also alles, was irgendwie als faktisches daliegt. Und unterhalb dieser Wahrnehmungsschwelle gibt es aber eben ganz viel, was genauso zum künstlerischen und zum Forschungsprozess dazugehört. Das ist die Expertise, die du erringst, indem du jahrelang bestimmte Techniken entwickelst, zum Beispiel, oder Problemlösungskompetenz oder technische, handwerkliche Fähigkeiten und Know-how. All das, was unlösbar verbunden ist mit deinem eigenen beruflichen Werdegang sozusagen. Und was du eben nur über die Jahre entwickelst. Und dann drunter eben noch so eine Ebene, wo es um Kognition geht, wo es um Emotionen, Ideen, Intuition geht, wo es um deine ganz persönlichen, vorgeprägten Annahmen geht oder um deinen individuellen Blickwinkel, sei es aus einer Minderheitlichkeit raus oder aus einer Randgruppe raus oder aus einem nicht-europäischen Blickwinkel raus. Also all diese Dinge, wobei der nicht-europäische Blickwinkel durchaus auch irgendwo beim Expliziten eine Rolle mitspielt, weil das die Art und Weise, wie sich das abbildet, ja durchaus wieder sichtbar und greifbar ist. Das heißt also, letzten Endes ist die Spitze des Eisberges immer nur ein ganz kleiner Teil dessen, was man tatsächlich was dranhängt, was man aber sich eben auch erschließen kann. Und das hat letzten Endes auch zur Konsequenz, dass wenn man mal anfängt, sich auf so einen Prozess einzulassen, dabei total viele Geschichten im Laufe der Zeit für einen selber greifbar werden, über die man am Anfang noch nicht nachgedacht hätte. Also, dass ich heute Morgen, war das heute Morgen oder gestern, mal so kurz erwähnt hatte, dass ich dann irgendwann mal kapiert habe, dass ich irgendwie so ein transgenerationales Kriegsding
im Hintergrund immer laufen hatte, das wäre mir nie klar geworden, wenn ich nicht einfach 2 Jahre lang mich ständig mit dieser Thematik auseinandergesetzt hätte und es deswegen so die Erkenntnisfähigkeit geschärft hätte, dass das irgendwann an die Oberfläche kam. Also es ist echt ist einfach total spannend, wie sich der eigene Blickwinkel dann verändert, wenn man da am Ball bleibt. Und ja, klassische Beispiele für implizites Wissen. Der Töpfer weiß genau, wie hoch er den Hals der Vase drehen kann, bevor er ihn sich zusammenkippt und er den ganzen, das Ganze nochmal machen kann. Also es ist einfach dieses Spüren und einschätzen können, ohne dass du sagen könntest, ist es gerade weggekippt, weil ich in dem Moment ein Viertelmillimeter zu dünn geworden bin in der Wandstärke oder wie auch immer. Und der Fahrradfahrer, der Mountainbiker da unten natürlich auch, der einfach irgendwie sehr genau weiß, was er kann und tun kann und wo seine Körperbeherrschung und seine Beherrschung des Fahrrades verlaufen, ohne dass es ihn hinlegt, der es aber auch nicht als Theorieaufsatz formulieren könnte, ne? Genau, und dann zu diesem impliziten Wissen gehört zum Beispiel auch mit dazu, das war dieses Chicken-Sexing, was wir erwähnt hatten gestern, ne? Also du lernst es, Dinge zu klassifizieren, indem du es einfach ewig machst und irgendwann der Groschen fällt und du dann die Kompetenz hast, in diesem Bereich zu arbeiten und keine Fehler mehr zu machen. Auch wenn du nicht weißt, was genau es war, was dann plötzlich den Schalter umgelegt hat. Und du bist eben immer in deinem Erkenntnisprozess an konkrete Kontexte gebunden, an handwerkliche Praxis, an persönliche Fähigkeiten, an den Ort oder die Situation, in der du das machst. Und du musst dich über lange Zeit da rein vertiefen, damit du an den Punkt kommst, quasi diese Fähigkeiten zu haben. Und damit investierst du einfach einen Haufen Zeit. So, jetzt mal so einfach ein paar Beispiele aus der gestalterischen Praxis, an denen man so ein paar Punkte abhandeln kann. Das ist eine Bleistiftzeichnung von jemand, der hat eine Professur für Illustration in Bielefeld an der Hochschule und hat viele Jahre als naturkundlicher Zeichner gearbeitet. Das heißt, der hat einen Auftrag von Naturkundemuseen, irgendwelche neu entdeckten Tiere gezeichnet. Und zwar nicht als Individuum sozusagen, also das Tier nicht als Individuum, sondern er kriegt in dem Falle irgendwie so eine Seezunge hingelegt als Präparat und muss versuchen, da die arttypischen Elemente rauszukriegen und das Ganze abzubilden. Und kann da natürlich nicht anfangen, irgendwie die Schuppen zu zählen und zu systematisieren, wenn er das abbildet, sondern er muss quasi eine Möglichkeit finden, den idealtypischen Durchschnitt dieser Tiere sichtbar zu machen und es vielleicht zeichnerisch auch so zu verkürzen, dass es absolut authentisch aussieht, aber dass er eine Möglichkeit findet, es irgendwie so darzustellen, dass er keine Meise kriegt, weil die 587. Schuppe von oben in der dritten Reihe von links dann eben nicht ganz so grau ist in der Zeichnung wie im Original. Das heißt also, es ist eigentlich ein Abstraktionsprozess, der die ganze Zeit dabei läuft, obwohl du super gegenständlich, konkret und akribisch arbeiten musst. Und genau in diesem Fall ist was ganz Spannendes passiert, und zwar hatten die Biologen dieses Exemplar sich vorher schon ganz genau angeguckt und klassifiziert und beschrieben
Und dann kam dieser Zeichner, guckte sich das an und sagte dann irgendwann, hä, da oben ist irgendwie so ein komisches Loch unterhalb vom Auge. Was ist das denn? Und hat sich das dann unter dem Mikroskop angeguckt und das zeichnerisch versucht aufzuarbeiten und dann mit den Wissenschaftlern besprochen. Und siehe da, der hatte quasi einen Nasenkanal von dieser Sehzunge entdeckt mit dem entsprechenden Organapparat, der da hinten dran hing, der den Biologen völlig entgangen war. Das heißt also nur durch die Tatsache, dass er lang genug geguckt hat und offen genug war, um sich auf alle Details einzulassen, kam dann plötzlich wissenschaftliche Erkenntnis raus, die ansonsten verloren gegangen wäre. Und was da einfach auch, denke ich, durchaus wichtig ist zu erwähnen, ist, man sieht es so ein bisschen dabei, wie dieser Fisch rechts auf dem Papier quasi vorbereitet ist für die Zeichnung. So eine Zeichnung kriegt man nicht hin dadurch, dass man sich einfach nur hinsetzt, drauf guckt und es abzeichnet, sondern das ist letzten Endes ein Ergebnis aus unterschiedlichen transparenten Ebenen, die übereinander gelegt werden, die abgeglichen werden mit fotografischen Reproduktionen und so weiter. Also es ist ein total hybrider Prozess, der dann nur zum Schluss so aussieht, als sei es in Anführungszeichen einfach nur eine Zeichnung. Und es ist total hilfsmittelgestützt mit irgendwelchen Projektionslinsen und so weiter. Also hochtechnisch. Ja, und dann dachte ich jetzt einfach, ich erzähle noch so ein paar Sätze von dem, was ich gemacht habe vor ein paar Jahren. Denn ich habe auch als Nebenjob irgendwie mal wissenschaftlich gezeichnet. Und zwar war ich von 2009 bis 2011 insgesamt für 7 Monate in Afghanistan als archäologischer Zeichner. Und wusste eigentlich nicht so wirklich, worauf ich mich einlasse. Also ich war gnadenlos pleite und kriegte das Angebot, da sucht jemand einen archäologischen Zeichner. Und habe dann vom Bildschirm meines Rechners irgendwie 2, 3 so kleine Objekte gezeichnet mit Bleistift, habe die da eingereicht und die hatten zu meinem Glück keine Zeit, die Stelle auszuschreiben und wirklich jemanden zu suchen, sondern waren einfach froh, dass jemand vor der Tür stand, der so ein bisschen Zeichenexpertise hatte. Haben mir dann gesagt, gut, Sie fahren jetzt einfach mit und wir gucken mal, wie Sie es hinkriegen. Und dann saß ich da fort und hatte dann Objekte wie zum Beispiel dieses Keramikbild, das so ein Räucherhäuschen aus dem 12. Jahrhundert. Und sollte dann das zeichnerisch dokumentieren, so dass alle Informationen sozusagen auf der Zeichnung enthalten sind. Und das war total spannend, sozusagen mich selber dabei zu beobachten, wie sich mein Blick verändert hat. Weil einerseits du genötigt bist, das 1:1 freihand zu zeichnen. Das heißt, du hast relativ wenig Hilfsmittel, um das wirklich in die richtige Grundform zu kriegen. Nützt dir auch nichts, wenn du es aufs Blatt legst und dann irgendwie drumherum zeichnest, weil es einfach nicht funktioniert üblicherweise. Und du fängst dann plötzlich an, Sachen zu entdecken, zum Beispiel wie derjenige, der dieses Räucherhäuschen bemalt hat, den Pinsel geführt hat, um die Ornamente zu machen. Also im ersten Blick siehst du nur die Ornamente und denkst dann, gut, die zeichne ich jetzt ab, halt mit Bleistift die Kontur statt irgendwie die ganze Strichstärke. Und dann machst du die Kontur und plötzlich merkst du, naja, eigentlich ist es der Pinselansatz von rechts nach links oder von links nach rechts und der hat es wahrscheinlich von oben nach unten durchgestaltet. Das sind lauter so Sachen, die du, weil du als Künstler in dieser Praxis drin bist, dann plötzlich mitkriegst und dann auch beschreiben kannst. Aber auf dem Foto würdest du es im Leben nicht sehen. Und du machst irgendwie wichtige Elemente sichtbarer, als sie es auf dem Foto sind, weil du denkst, es ist irgendwie wesentlich für die Wissenschaft,
dass das alles, dass die Information da bleibt, auch wenn es halb abgeschabt ist und so weiter und so fort. Das heißt also, du hast ständig künstlerische Entscheidungsprozesse, um was zu produzieren, was danach so wissenschaftlich wie möglich sein soll. Ja, das sieht dann irgendwie in der Bleistiftzeichnung so aus, wird dann noch super aufwendig digitalisiert und umgezeichnet. Also erst mit Tusche umgezeichnet, dann digitalisiert, dann nochmal irgendwie nachbearbeitet und hast du zum Schluss irgendwie eine Druckdatei. Das ist auch ein gigantischer Aufwand für ein Objekt dafür, dass du dann nachher in einer Publikation irgendwie ein Foto davon drin hast. Ne? Also, weißt du, 2 Tage zeichnen und dann nochmal 2 Tage nachtuschen und digitalisieren und umzeichnen für ein so ein Räucherhäuschen ist schon beeindruckend. Und das habe ich jetzt einfach nochmal als Beispiel mit drin, weil man da so gut sehen kann, dass du als Zeichner oder als Künstler Sachen sichtbar machen kannst, die ansonsten halt nicht wahrgenommen würden. Also das in der Mitte ist die finale komplizierte Zeichnungen, rechts und links davon sieht man die Scherbe, um die es geht, in getrocknetem Zustand. Und wenn man die nass macht, dann wird plötzlich die Glasur noch mal ein bisschen transparenter und dann kann man irgendwie das sehen, was ich oben dann eben gezeichnet habe. Aber letzten Endes kannst du sowas wirklich nur über einen gestalterischen, nachgestaltenden Prozess, in dem du versuchst, irgendwie so viel Information wie möglich zu akkumulieren, kannst du sowas machen. Ansonsten funktioniert sowas nicht. Und ja, nochmal so ein Beispiel, also wie so ein Pott dann tatsächlich aussieht und was man dann als wissenschaftliche Zeichnung draus macht. Also rechts sieht man dann auch, du stellst dann zum Beispiel in dem Falle halt einen Querschnitt dar auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du die Außenform. Und wenn du so einen Pott hast wie den, der groß ist und der noch relativ komplett ist, dann kannst du den Querschnitt von der unteren Wölbung ja irgendwie nicht abbilden, weil du kannst das Ding ja nicht auseinandersägen, um es dann irgendwie nachzuzeichnen. Das heißt also, man fängt dann an, mit der Hand die Wölbung von innen abzutasten und dieses Abgetastete dann in eine möglichst objektive Zeichnung zu überführen. Das heißt also, es ist wirklich ständig so zwischendrin zwischen irgendwie wissenschaftlicher Objektivität und dem, was du halt erfühlen kannst und deuten kannst und visualisieren kannst, aber was ja, irgendwie bei jedem Zeichner wahrscheinlich ein bisschen anders ausfallen würde auch, ne? Und nur noch mal 2 so Beispiele, wo man dann sieht, was das für ein Gedrechsel sein kann, um da einigermaßen akkurate Zeichnungen draus zu machen. Ach so, ja, genau, weswegen ich das auch drin hatte. Diese beiden Flaschen, da hat man den Vorteil, dass diese Ornamente ringsherum irgendwie gleich bleiben. Und deswegen reicht es, wenn man so einen Ausschnitt abzeichnet. Aber wenn du so eine Flasche hast mit irgendwie 5 cm Halsdurchmesser oben, 3 cm unten und der Bauch ist dann irgendwie 20 cm und du hast da eine umlaufende Dekoration, die sich verändert und du sollst die gesamte sich verändernde Dekoration auf zweidimensional auf Papier bringen, dann kriegst du ein totales Problem, weil durch die verschiedenen Radien du das quasi bogenförmig irgendwie abwickeln müsstest. Wenn du aber so unterschiedliche Radien hast, dann hast du irgendwie das Problem, wie ich kann es nicht in eine Richtung abwickeln, sondern ich muss es dann in 4 verschiedene Richtungen abwickeln, damit alle Info da ist. Und dann wird das ein total komplexes Ding, was du wirklich nur aufgrund deiner künstlerischen Kompetenz hinkriegst, weil es gibt kein logisches Ergebnis dafür, sondern du musst einfach zum Schluss die Lösung finden, wie mache ich's? Ja.
da stellt sich dann die große Frage, wie geht es dann weiter? Also insgesamt, aber auch für euch. Und dazu einfach noch zwei Zitate. Eins, zwei. Erlauben wir uns, die Forschung als ein soziales Phänomen zu betrachten, so konzentriert sie sich als eine Praxis, in der sich Fachleute untereinander austauschen und Dinge erarbeiten, die von den eigenen Peers aufgegriffen und kritisch diskutiert werden, insbesondere um die eigene Disziplin weiterzubringen. Das ist Florian Dombois aus Zürich, der kommt im Januar wahrscheinlich auch hierher, um einen Workshop zu machen. Und der sagt, künstlerische Forschung ist was, das machen Künstler schwerpunktmäßig auch wieder für Künstler, weil sie in ihrem Feld damit die Prozesse weiterbringen, ist auf jeden Fall eine relevante, gute Möglichkeit, auch um das Problem mit dem ständigen Kommunizieren von Ergebnissen ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Ja, zumindest ein Ansatz. Und Anke Hamann sagt, wenn Wissen, Forschung und Erkenntnis verhandelt werden, geht es immer auch um Grundsätzliches. Es geht um das Verhältnis von Menschen zur Welt. Auch das künstlerische Forschung berührt diese Frage, wie und mit welchen Mitteln wir uns die Welt verständlich machen und auf welche Annahmen von Wahrheit wir unser Verstehen und Handeln gründen wollen und was dabei die Kunst leisten kann oder will. Das ist es eigentlich. Ja? Also Kunst findet, selbst wenn sie im Elfenbeinturm stattfindet, steht dieser Elfenbeinturm irgendwo in der Welt. Und selbst der Rückzug ist eine aktive Handlung. Insofern, was wir machen, geht raus, sozusagen. In manchen Fällen ganz konkret, ne, bei euch beiden. In anderen Fällen dann darüber, dass man es im öffentlichen Raum sichtbar werden lässt. Aber es sind immer nicht nur wir beteiligt. Und das macht es auch so spannend, würde ich sagen. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht platt gemacht mit der Präsentation, die hiermit zu Ende ist.